Einen wunderschönen guten Tag und so willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge vom Supermarkt Simulator. Ja, ich habe in der letzten Folge angekündigt, wir machen den Abschluss zusammen. Und was habe ich vergessen? Den Abschluss mit euch zu machen. Also machen wir ihn jetzt. Es gab 18 Produkte, die nicht gefunden worden sind. Wir haben knapp 6.000 Dollar eingenommen. Und ja, das ist doch schon mal sehr gut. So, sonst sind die Regale jetzt alle sehr leer. Wir haben so ein paar Produkte tatsächlich noch wegbekommen. Und, oder beziehungsweise haben sie halt weggemacht. Das ist sehr gut. Und wir kaufen uns auf jeden Fall drei Lämmchen neu und einmal einen Refill. Kostet auch nur 8.000 Dollar. Alter Schwede. Okay, shit happens. So, die laufen alle durch. Ja, gut. Ja, gut. Ja, ja, die Frage ist, wie wollen wir denn da dran kommen? So, gib es hier einen Trick. Ich hobbel hier. Okay, das ist aber kein. Okay, wir können hier auf jeden Fall keine Leiter steigen. Das ist schon mal schlecht, würde ich behaupten. Ganz schlecht. Okay, alle Großprodukte gehen jetzt gerade nämlich raus. Und alle Großprodukte gehen raus und. Hoppala. Wir haben das Problem, dass. Ja, die Großprodukte direkt rausgehen, aber wir gar keinen Nachschub haben. So, jetzt dürften die sich nämlich gleich hier draußen hinstellen und wieder Däumchen drehen. Wenn die jetzt mit den ganzen Großprodukten fertig sind, kann ich euch irgendwo helfen? Ich weiß gar nicht, was ihr jetzt gerade macht. Also warte mal, den Zucker da hinten könnte ich machen. Wenn ich ihn finde. Das müsste er gewesen sein. Nee, scheiße. Nein, das war er nicht. Das war er nicht. Das war er nicht. Jetzt hast du den mit. Okay. Er ist schneller. Scheiße. Da. Hier wäre er gewesen. Nee. Okay. So, okay, das hat er jetzt aufgefüllt. Wo sind sie denn jetzt noch dran? Das Mehl machen sie. Sonst müssten die eigentlich relativ weit vorwärts sein. Okay, ich würde das nämlich jetzt gerne nochmal ganz kurz abwarten und würde dann nochmal eine Ladung bestellen von den Produkten, die die jetzt leer gemacht haben. Aber scheinbar ist es doch mehr als erwartet. Die hören ja gar nicht mal auf. Kommt hier noch einer? Und noch eine? Leute, macht der jetzt nochmal komplett voll oder was? Wir haben nichts verkauft, Jungs. Hä? Hattet ihr nicht schon gestern aufgefüllt? So, jetzt sieht es aber wirklich voll aus. Also ich sehe. Okay, den gebe ich dir. Ja, Nu ist aber gut. Nu ist gut, ne? Also, Nu ist gut. Jetzt könnt ihr euch. Ah ja. Jetzt stellen sie sich raus. Perfekt. Wir warten mal auf die vier von der Tanke. Er muss noch einräumen. Perfekt. Dann bestellen wir nämlich jetzt nochmal neu. Refull. Das sind nämlich nur 500 Dollar. So. Und jetzt werden wir den Laden aufmachen. Okay. Dann starten wir mal.
Dann gucken wir mal jetzt wirklich, was machen wir denn Umsatz, wenn es voll ist und wir wirklich alle Produkte vorrätig haben. Wir haben jetzt zwei Produkte rumliegen, einmal Eier, einmal Schinken, das wir selbst wegmachen müssten. Genau. Sonst sind die Regale alle proppenvoll und alles ist gut. Wir schauen mal, was jetzt hier passiert oder eben auch nicht passiert. Ich hoffe hier eigentlich so auf 7.000 bis 8.000 Umsatz pro Tag. Wir könnten uns, wenn wir denn wollten, könnten wir uns die neuen Produkte kaufen, ne? Wir hätten... Also das Geld wäre da. Wir bräuchten halt nur neue Kühlschränke auf jeden Fall für das Soda. Also für das Soda bräuchten wir auf jeden Fall neue. 1, 2, 3, 4. Also am besten so einen großen, den wir hier hinten in die Ecke stellen könnten vielleicht. Oder dahin irgendwie so. Würde der da hinpassen? Lass mal gucken. Okay, da passt er nicht hin. Und da passt er auch nicht hin. Okay. Das ist eine blöde Idee gewesen. Alles klar, ich merke schon. Also da hätte er nicht reingepasst. Hat jemand Eier oder Schinken gekauft? Nein, hat keiner. Ja. Hähnchen ist für dich zu teuer. Also, du beschwerst dich gerade für 87 Cent, dass es dir zu teuer ist? Na dann. Kaufen Sie halt irgendwo anders, bitte. Unsere Produkte sind Markenprodukte. Das sind von glücklichen Kühen, von glücklichen Wasserhähnen und von glücklicher Cola-Kuh, keine Ahnung. Beste Produkte ever. Also bitte kaufen Sie. Ja, die ist halt alles zu teuer. Dann geh doch einfach irgendwo anders einkaufen. Ach so, aber den Sushi für 22... Ah nee, das ist... Okay, er hat den Steaks mitgenommen, alles gut. Aber trotzdem für 12, 15, was auch immer. Dafür hast du Geld, ne? Oder hast du jetzt gesagt, okay, ich kaufe wenigstens irgendwas, dass ich nicht mit leeren Händen an die Kasse muss, oder wie? So, könnte jemand Eier oder Schinken kaufen, bitte? Ich würde die zwei Kisten gerne hier aus dem Laden raus haben. Ich würde gerne die zwei Kisten aus dem Laden haben. So. Der Parmesan ist mir zu teuer. Ja. 11,60. So. Ups. Da wollte ich jetzt nicht hin. Schinken noch da. Alles noch da. Klopapier fast leer. Klopapier fast leer. So, wie... Alles klar. Das ist falsch. Wie sieht's mit Öl aus? Kriegen wir da noch ein oder zwei? Ne, kriegen wir gar nichts rein. Kriegen wir leider gar nichts rein. Öl ist halt immer noch so, ne? Ich hätte es gerne weg. Ich hätte es gerne weg. Schinken. Ja, kauf Schinken. Sehr gut. Erste Kiste ist weg. Und er kauft die Eier. Perfekt. Eier auch alle weg. Okay. Dann haben wir die zwei Kisten auch endlich weg. Sehr schön. Oh, Kasse. Kasse. Wir sind jetzt übrigens im Level 51. Die haben jetzt also die Hälfte des Ganzen, was ich eigentlich möchte, geschafft. Ziel ist ja, alles zu bauen. Und das wäre ja dann mit Marktlevel 99. Ich frage mich gerade nur, wie man das ab... Also, ich frage mich gerade tatsächlich, wie wollen die... also ich finde die... Wir könnten ja viel größer jetzt schon sein, als wir jetzt sind. Vom Wachstum her. Aber die Kohle, die stimmt halt gar nicht. Also der Wachstum ist irgendwie ein bisschen komisch. So, aber egal. Wir kaufen uns das da. Wir haben 246 neue Produkte. Wir gehen zurück, gehen in den Markt, kaufen uns einen großen Kühlschrank und die 6 Produkte. 1, 2, 3, 5, 6.
Und kaufen uns das Ganze. So, nehmen den Kühlschrank und stellen den, ja, wo stellen wir den hin? Erstmal hier hin. So, dann holen wir uns ein Regal. Machen aber vorher das Licht an. Und kassieren kurz ab, die zwei. Kassieren wir die zwei kurz ab. Das haben wir dann, haben wir das auch direkt vollendet. So, okay. Machen uns ein neues Regal und stellen das hier hin. Hier kommen die neuen Produkte hin. Das Regal neben dem Computer lassen wir für Überlauf. Hallo. Obwohl, es sollte jetzt eigentlich keinen Überlauf mehr geben, ne? Wir werden jetzt eigentlich immer gucken, dass wir bündig unsere Produkte kaufen werden. So, einmal. Zweimal. Weil ich habe keine Lust darauf, die ganze Zeit irgendwie darauf zu achten, wo die ihr den Kram hinläuft oder hinschmeißen und wir wieder irgendwelche Chaos in der Bude haben. Ich möchte es einfach nicht mehr. Es ist so nervig. Es ist einfach so nervig. So, das. Viermal Soda. Da kommt das hin. Dann kommt das hier hin. So, dann haben wir hier nochmal Kaffee. Nochmal Kaffee. Oh, oh, ich glaube, das war falsch gesetzt. Ne, war richtig gesetzt. Okay, alle vier Produkte drin. Bedeutet, wir könnten es jetzt... Moment, das räumen wir kurz rüber. So, dann räumen wir es jetzt ein. Was ist denn hier los? Laden einfach voll. Laden einfach voll. Da. Okay, Produkt Nummer 1 ist drin. Dann Produkt Nummer 2. Hier ist fast voll. So, Produkt 2 auch drin. Easy. Dann die Cola. Kommt dann hier rein. So. Noch eine Kiste weg. Produkt Nummer 2. Ja, ja, krass. Oh, Alter, der Laden ist ja rappelpappel voll. Was ist denn los? So, eben die ganze Zeit beschwert, warum wir keine Kunden zum Kassieren bekommen. Und jetzt ist alles rampelpappel voll. Die stehen ja auch bei mir bis. So, aber jetzt müssen sie halt warten. Jetzt machen wir erstmal die neuen Produkte hier fertig. So, und dann fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Kiste und das ist die hier. Ist das Punika? Könnte Punika sein, ne? Vom Aufkleber her, also vom Aussehen her. Aber gibt es ja jetzt leider nicht mehr. So, aber in die Kasse. Hallo. Nee, du willst noch Restgeld. Ist klar. Du willst auch noch Restgeld. Natürlich jetzt erstmal schön die 100er ziehen hier, oder was? Aber Monatsanfang. So. Gib her deine Kohle. $1. Gut. So, dann haben wir das auch wieder alles wegkassiert. Alles wird gut. So, wie ist der Stand? Das haben die alle aufgefüllt. Hier sind tatsächlich sogar schon 2-3 Flaschen verkauft worden. Sehr cool. Von dem Kaffee nichts. Von dem auch nichts. Aber das könnten wir eben auffüllen. Dann haben wir das auch schon mal wieder gemacht. So. Kleine Eier. Kleine Eier. Da. Da. Blub, 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 blub. Ist die leer? Bei den kleinen sieht man es halt wirklich nicht, ne? Man müsste irgendwie rechts unten so einen kleinen Timer haben. So eine Anzeige. So, hey, okay, hier sind jetzt noch X von X drin oder sowas. Das wäre eigentlich super angenehm. Ich weiß jetzt nicht, ob er damit schon läuft. Ich würde... Ne, läuft auf jeden Fall nicht.
Da unten die Handcreme auffüllen. So. Und eine bleibt wieder übrig. Aber egal, müssen wir halt. Oder haben wir hier noch ein? Ja, wir haben da noch eine eigentlich. Tja, können wir nicht machen. Können wir nichts machen. Können wir leider nichts dran machen. Wir haben noch Tee. Den machen wir auch nochmal eben voll. Wir gucken. Hey, wo ist denn der jetzt schon wieder? Ey, das ist der Schwarze. Da warte mal, dann war der hier. Nee. Das kann es ja nicht sein. Den habe ich. Den suche ich jetzt schon zum 20. Mal so in etwa. Da unten. Aber. Irgendwann haben wir es. Irgendwann haben wir es. So, rein damit. Da unten. Wir gucken mal ganz kurz. Also, was haben wir denn hier hinten noch? Sushi, bla bla bla. Hier sieht alles voll aus. Die hier, die blauen, sind das die hier? Nein. Und die sind es auch nicht. Okay, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, wo die waren da. Nee, das ist Reis. Das ist was anderes. Warum haben wir zweimal Reis? Okay, warum haben wir zweimal Reis? So, das einmal weg, bitte. Weil das ist doch... Ist doch dasselbe, ne? Ja. Hey, habe ich aber gut geschmissen, wa? So. Okay. Aber warum haben wir zweimal Reis? Das ist jetzt gerade die Frage. Das Produkt will halt auch keiner haben, ne? Sieht aber auch schon ein bisschen ekelhaft aus, muss ich sagen. Also ich würde es mir nicht kaufen. Wo? Was soll man da darstellen? Wraps mit Fisch oder was? So. Kann es sein, dass wir die nicht mehr haben? So, Moment. Wir gucken mal ganz kurz. Es könnte nämlich sein, dass die wir gar nicht mehr haben, weil das auch wieder so ein Slot war, den der mir besetzt hat, die Sau. Kann das sein? Wir gehen diesmal ein bisschen präziser durch. Okay. Das stimmt aber auch irgendwas nicht mit den Nudeln. Der nimmt die Pizza mit. Okay. Also ich finde es jetzt tatsächlich nicht. Ich finde es jetzt tatsächlich nicht. Oh, schade. So, die weißen Nudeln sind da, aber die sind voll, okay. Ich glaube, wir haben da nämlich genauso ein Produkt gefunden, was wir nicht mehr haben. Oder wir haben schon, ich habe es jetzt wirklich dreimal übersehen. Kann ich mir halt gut vorstellen. Okay, also... Was hast du denn in der Hand? Okay. Tja. Ich warte mal den nächsten Tag ab, ob die Produkte dann befüllt werden. Aber irgendwas kommt mir hier spanisch vor. Also irgendwas... Also... Die gehen ja hier scheinbar immer vor, so was am leersten ist. Und das Zeug ist auf jeden Fall sehr leer. Hast du jetzt gerade Salz mitgenommen? Okay, das wollte ich nämlich gerade holen. Tatsächlich ist das ein bisschen komisch. Also ich sag, das Zeug ist nicht mehr da. Also ich sag ganz klar, das Zeug ist nicht mehr da. Wir holen das mal ganz kurz. Wir suchen es mal kurz. Ich meine, das ist Macaroni oder sowas. Genau da. 1, 2. Tun wir schon mal einpacken. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir es irgendwo haben. Passt hier noch ein Bier rein? Ja, 1. Sehr gut. Dann haben wir das. Tür. Haben wir das auch schon mal weg. Dann haben wir hier noch die Sixpacks Bier.
mal gucken, ob ich die finde. Die waren da oben. Sehr gut. Beim Bier weiß ich immer noch, wo es steht. Obwohl ich immer noch kein Bier mag. Bier ist für mich immer noch so ein bisschen Nee. Oh, ich glaube, der ist jetzt auch mit dem Bier gerade gelaufen. So. Okay. Wir sehen aber, die müssten eigentlich durch sein. So viele Sachen dürften... Oh, okay. Ich sollte diese Aussage einfach nicht mehr treffen. Jedes Mal, wenn ich das sage, dann kommen sie doch nochmal mit 20 Kartons. Weil ich hier irgendwelche Produkte nicht sehe. Aber ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir drücken noch Enter. Und 5 Produkte wurden nicht gefunden. Wir haben $6.700 gemacht. Obwohl wir... Ja, insgesamt Profit haben wir natürlich minus. Wir haben natürlich jetzt wirklich gut bestellt. So, die Lieferanten sind auch schon wieder vorne. Ich sage trotzdem vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.